Gucken wir doch mal, ob irgendjemand Spukball kann. Wahrscheinlich. Ja. Ich würde gern, also am besten wäre Olivia, weil das wäre schon echt wild, wenn sie gegen Geistpuppen was könnte. Aber ob sie Obadra kann? Shit. Finde ich echt schade. Psyobadra wäre cool, ja doch. Ist ein guter Coverage-Move, glaube ich. Ist ja vor allem gegen Geist und Psycho gut. Oxygen ist leider auch ein guter Move. Ich finde Fee halt schon ein geiler Coverage-Move gegen Unlicht. Warnab ist halt gegen Fee gut. Was haben wir denn für Schwächen? Unlicht, Geist, Käfer. Natürlich belastend. Das ist die Qual der Wahl. Das heißt, eigentlich müssen wir Rucksack rausnehmen. Dann hätten wir absolut gegen jeden Typen was. Flug gegen Käfer, Fee gegen Unlicht, Geist gegen Geist. Was nehme ich denn? Boah, Schnabel vergessen und Spuckball lernen. Ja, weil der Spielgang nicht so gut ist, ne? Aber. Ich glaube, Prio-Moves sind es einfach nicht in diesem Game. Bin ich ehrlich mit euch. Das ist es einfach nicht. Schade, dass Kiefer, Geist und Unlicht keine gemeinsamen Schwächen haben, ne? Also nicht mal eins davon, oder? Nee. Ist ja so schwierig alles. Ist ja so schwierig. Seilschirm betrifft immer? Das wusste ich gar nicht. Oh, das ist ziemlich gut. Machst ja nix. Könnten übrigens Dynamo auch den Stromstoß beibringen. Ne? Ich sehe keinen Grund, warum wir es nicht tun sollten. Also, ne? Dynamo. Oh. Falls er das kann, kann er natürlich jetzt belasten, wenn nicht. Oh. Lol. Müssen wir nicht mal ein Schirm verschwinden. Das ist ja witzig. Okay. Das ist interessant. Ja, manchmal sind die krassen Attacken unten, ne? Aber nicht immer. Gut. Kannst du hier noch irgendwas Gutes lernen? Heißtum ist halt geil. Terra-Ausbruch Boden wäre wild. Naja. Wieso hast denn du jetzt das Münzamulett? Ach so, weil du ja jetzt vorne bist, stimmt.
Yo, 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 yo. Aber ihr merkt, es gibt kaum gute Wasser-Pokémon in dieser Region. Also, oder was heißt kaum gut, aber halt nicht so viele neue. Deswegen, so, herstellbare zuerst. Was gibt's denn da Schönes? Was könnte denn Ding jetzt alles erlernen? Lehmschuss. Der wäre natürlich deutlich besser als der Lehm. Ist die Lehmschelle. Und die speziell. Das ist solide. Das hat auch sogar mehr AP, hä? So. Body Slam, Finster. Goldschild. Du kannst Eiskreisel? Hm. Lichtkanone. Ah, Lichtkanone. Na, brauchen wir aber nicht. Psycho-Shock. Terror ausruhen. Durchbruch. Das ist hier auch witzig. Luftschnitt. Das wäre geil, wenn die das könnte, ne? Wenn Flatu das könnte, aber es kann es leider nicht. Es wäre doch so ein guter Coverage-Move. Du kannst auch Kevin, ist es dein Ernst? Das ist ja so wild. Das ist ja so wild. Felsgrab. Das ist ein guter Move. Das ist ein guter Move. Felsgrab. Felsgrab. Gestein ist ja generell gut. Ja, das war's schon. Okay. Ach so, wir haben uns noch nicht den 6. Orden freigeschaltet, ne? Der 6. Orden. Bams Junge. Der Geistorden. Cool. Ah, ich liebe meine Pokémon. So ein cooles Team. Ich hab 3 Unlicht-Pokémon, aber ey. es ist wirklich ein bisschen wild. 3 Unlicht-Pokémon, 2 Pflanzen-Pokémon. Der Starter ist komplett useless eigentlich von dem Typing her. Ich warte kurz, das wäre der PC. So, dann nochmal abchecken, wie die Level ausschauen. Aber ihr seht, das Game ist echt einfach. Ich habe 13 Pokémon und man levelt so krass. Ey, wir haben Selina eingeholt, ne? Muss dir mal geben. Punish! Hey! Ja, du schaltest jetzt eigentlich ziemlich am Ende des Streams ein, muss ich kurz sagen. Aber hey, ja, kann man machen. Ja, ich werde Dingens drin behalten, glaube ich, Kit. Aber ein paar Pynamo könnte man nochmal rausnehmen, theoretisch. Ich glaube, ich würde ihn drin lassen. So wie immer. Ja, quasi. Ja, ich habe nichts zu tun. Ich habe die Arena gerade gebasht. Stand das vorher auch schon? Anscheinend. Ich habe es übersehen. Hat eh keinen Nutzen. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Jetzt geht's. Ah ne, da kommen wir.
Hier lang, ne? Aber Grusha ist der letzte. Wir müssen eigentlich. Ich bin komplett verwirrt. Hier lang, genau. In die nördliche Zone. Könnte man von hier aus, glaube ich, machen. Kann man den schon besiegen? Ich glaube, der ist zu stark. Die Pokémon dort sind alle Level 50. Also das ist dann deutlich ein bisschen was anderes. Haben wir gerade gratis Glurak-Besuch. Stimmt, ja, es gibt ja jetzt das Glurak-Event, ne? Hier, das müsste auch das hier sein. Oder? Nee. Doch, es ist markiert. Aber warum ist es Flug, hä? Sind die Gluraks nicht alle Drachen? Aber irgendwas leuchtet hier. Du sagst immer Typ Drache, ja. Aber warum leuchten die hier? Sind das Evolis wieder? Oder ist das wieder was anderes? Oder sind einfach nur spezielle? Wo finde ich die Glurak Raids vor allem? Ach, die gibt's eh nur, wenn ich den Post-Content habe, ne? Die sind wahrscheinlich hier drin im Schlund. Ja, okay, dann Drache mit schwarzem Hintergrund. Ja, das kriegt man nur, wenn man das Game durch hat, habe ich gehört. Also, das werde ich dieses Wochenende nicht schaffen. Vielleicht nächstes Wochenende. Es setzt sich jetzt, glaube ich, zweimal fort, habe ich gelesen. Ja. Oh, hier wird das Pokémon. Stimmt, Psycho wäre der nächste. So, man muss einfach 6 Sterne Raids haben. Ja, ich habe nur 3 Sterne, also. Ah ja, stimmt. Der Typ ist ja. Das ist ja einer von den Bösen. Das ist der Böse. Der wäre der nächste von Team Star. Den könnte man machen. Ich glaube, der wäre sogar jetzt tatsächlich, glaube ich, das, was man machen soll. Oder? Fragezeichen. Und dann die Arena-Leiterin. True? Eine sehr starke damit eigene Kosmetik, die sich auch selbst natürlich schritten, selbst nur eine Perfektion lässt im Kampf keine Gnade behalten. Genau, also ich glaube, wir müssen zuerst den Keck machen. Dann die Olle. Und dann den stärksten Arena-Leiter Grusha. Ja, das ist so ziemlich das Ziel. Legen wir das mal als Ziel fest. Fliegen dorthin zum Montanata Startpunkt, würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir sogar jetzt bald schon die Entwicklung von unserem Dragon-Pokémon. Hä? Da ist Wasser. Oh, lol. Oh, lol. Das ist ein interessanter Ort. Alter, als ob man da hoch kann. Geronimo! Oh yeah! Ich bin richtig wilder. Jetzt stürzen wir gleich ab. So, was ist das für ein Pokémon? Das ist gar kein Pokémon. Ist ein Raid. Oh mein Gott, hier gibt's Mortineva, richtig cool. Das ist ein Geistmilzer. Ist auch cool. Das kann auch Drachenklaue, Dunkelklaue. Hey, das Cam von hier oben zu sehen ist schon irgendwie cool. Hypno. Oh nein, habe ich jetzt nicht geschafft. Ah doch. Ich kann ja springen. Resladiru! Und Hitzekoller, geil. Resladiru. Ich muss es machen. Ich will das Durchbruch. Ich brauche 3 Resladiru-Klauen oder wie die Scheiße heißt. 46? Scheiße, Digga. Ich glaube, du wirst ihn nicht besiegen. Oh, was? Knuddler. Angriff sinkt immerhin. Crit? Shit. Knuddler? Flying Press! Ist eine Kampfattacke auch. Oh, geht daneben. Oh mein Gott, wir haben so viel Lack. Oh mein Gott. Huhu. Genatzt. 46 ist ein bisschen stark. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht hin, oder? Tiefschlag? Oh, Next Strike ist aber so gut. Ah, nee. Ich liebe Tiefschlag. Ach stimmt, die ist ja aber genervt worden. Die war ja früher auf 80. Die ist jetzt seit 2 Gens schon, glaube ich, oder 3, seit Gen 6 oder 7 auf 70. Nee.
Tiefschlag ist so genervt worden und ganz ehrlich, ich finde Fußtritt ist ein guter Coverage-Move. Ich muss leider auf den Prio-Move Tiefschlag verzichten. Ich habe 3 Regenerativo down bekommen. GG. GG, Alter, direkt Durchbruch gesteckt. Okay. Hier ist noch ein Hypno, gar nicht cringe oder so. Hier ist nochmal so ein Viech. So. Moinsen, Leute. Kann ich da einfach reinfliegen? Oh. Kann ich nicht. Weil eine Cutscene kommt. Okay. Ich werde einfach aufgehalten. Lieber Adrian, Operation Starter scheint ja gut zu laufen. Es sind nur noch 2 Bosse übrig. Dank dieser Aktion ist mir einiges geschlagen worden. Ich bin wirklich froh, beigetreten zu sein. Ach, was ich noch fragen wollte, was hältst du eigentlich von Cassiopeia? Cassiopeia ist mir suspekt. Verstehe. Ich glaube nicht, dass Cassiopeia Team Star wirklich hasst. Aber warum dann Operation Stardust? Nun ja, so langsam muss ich mal wieder Schmiere stehen. Sag Bescheid, wenn du das Versteck in Angriff nimmst. Ich muss sagen, ich habe mich sehr an die Frisur gewöhnt von meinem Charakter. Die passt tatsächlich viel mehr als die Basic-Frisur. Ich weiß gar nicht, ob wir hier sein dürfen. Was ist das denn jetzt? Ich werde rechtzeitig zum Klavierunterricht des jungen Herrn zurück sein. Richte bis dahin bitte meine Grüße an ihn aus. Ah, alles klar, Senior Harrington. Oh. Die haben Star-Tattoos. Bist du ein Freund des jungen Herrn? Keine Ahnung. Ah, oh, schau an. Du scheinst ja gar nicht zu wissen, dass dies das Versteck der Rückbordbande ist. Hier behandelt es sich um die Jugend vom jungen Herrn Otis, angeführten Feenmitglieder von Team Star. Ich glaube nicht, dass wir diese Information einfach so preisgeben sollten. Oh, natürlich. Bitte um Verzeihung. Weißt du vielleicht, wer unser Gast hier ist? Vermutlich ein Feind von uns? Oh, verstehe. Du bist im Moment also feindlich gesinnt? Nein. Kann sein. Verstehe, wenn das so ist. Hä? Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? The fuck? Wundervoll, dann lass uns beginnen. Wenn der jetzt Level 46 plus hat, kann ich ihn besiegen. Ich glaube aber, dann ist das ein Zeichen, dass wir hier noch nicht hin sollen. Pelzebub. Nee, das zieht, glaube ich. 48? Nein, wir sollen hier definitiv noch nicht hin. Ganz und gar nicht. Ist ein Unlicht-Fee-Pokémon. Alter, bleiben wir Fee. Knuddler? Er macht selber Knuddler. Alter, what the fuck. Ach, Fee auf Fee ist ja neutral, ne? Überreste. Das reicht leider nicht. Ich hoffe auf Luck! LOL! Okay. Okay. Ich hab echt Luck! Das ist so illegal, dass ich die 10% kriege auf Call. Es ist so illegal, was hier passiert. Das ist wirklich illegal. Also da gibt's Gesetze, das verstößt gegen die Genfer Konvention, glaube ich. Oh Mann. Das ist so geil. So geil, on call einfach den Knüller gemisst. Aber nur er, nicht ich. Okay, Primano ist auch ein Fee, aber es ist Fee Psycho, ne? Ja, Amaterasu ist tatsächlich mal gut. Dass ein Geist-Pokémon mal sinnvoll ist, hätte ich nicht gelacht. LOL. Ich find's witzig, dass wir schneller sind. Der ist 11 Level über uns. Wir sind mit Dunkelklaue schneller gewesen. Oh, der Schattenstoß sieht cool aus. Oh ja.
Easy. Ich bin 12 Level unter dem oder so. Und besiege den einmal. Sieh mal einer an. 2500 nur? Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest ja wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herrn Ortiz die meinen bei weitem betreffen. Handle daher mit Vorsicht. Wenn man mich jetzt entschuldigen würde? Hasta la vista? Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Jetzt gibt er dem Boss Nachhilfe oder so. Jedenfalls kommt er mal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen, denke ich. Moment, warum erzähle ich das überhaupt? Das ist nichts Gutes, im Schülerfürst steht ja nun fest. Ich sollte fix die anderen Waren gehen. Hasta la vista! Die sind schon hot, muss ich schon mal sagen, ne? Ich glaube, wir sollen hier noch nicht hin. Die Level sind schon hoch. Du scheinst die Wache losgeworden zu sein. Gut. Oh nein, 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 nein. Mein Internet laggt. Nicht laggen. Hallo. 0 kbps. Sind wir wieder back? Das ist das Versteck der Rückbandbande, die aus den Fehlmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss Otis ist in Team Stars Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du sollst ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er eher der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sich sicher zeigen, um dich eigentlich nicht zu beseitigen. Vorerst bleibt dir nichts anderes übrig, als seine ganzen Rüppel zu besiegen. Halte dem Anstand hartnäckig stand, bis Otis auftaucht, okay? Es ist Zeit, der Rückbandbande ein Ende zu setzen. Leute, die klingeln, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Ich bin so gar nicht bereit. Aber schön, dass da ein Pokémon Center hinter uns ist. Lulz. Lulz W. Was ist das denn? Ah, das ist ein Trainer. Bra. Das sah aus wie so ein richtig hässliches Pokémon. Also ich meine, im Endeffekt ist es quasi ein richtig hässliches Pokémon. Das ist ein Mensch, aber... No front, lol. Ja, also, dass wir diesen Kampf gewonnen haben, ist schon somehow illegal. Ohne Verluste vor allem. Das ist auch das Allerkrasseste. Aber das zeigt mir eindeutig, wir sollen hier noch nicht hin, weil wir sollten hier ungefähr Level 42 sein. Und nicht Level 48. Das heißt, das ist nicht der Ort, wo wir hin sollen. Ich glaube, dass wir vielleicht doch erst die Psycho-Arena machen sollen. Aber was ist, wenn die auch Level 100 ist oder so? Ah, okay, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Level 80. Aber ich meine, die ist so nah an Moldred dran. Das kann ja nicht. Die kann ja nicht Level 80 sein. I mean, sie könnte. Die ist ja alles nummeriert. Das ist die Reihenfolge, wie wir es gemacht haben, oder? Ja, Moldred, Herrscher. Also wir haben immer rot, blau, grün gemacht. Rot, grün, blau, rot, rot. Ja, dann müssen wir jetzt grün oder blau machen. Das grün ist zu stark, das blau auch. Also machen wir nochmal rot. I guess... Hier. Die Trainer sind safe zu stark. Wir können ja mal ein wildes Pokémon anspringen und nochmal das Level beurteilen. Hier so ein Motineva. Ja, 45 für wilde Pokémon ist schon hoch. Also wir sind jetzt ungefähr Level 42 eigentlich. Natürlich sind wir underleveled. Aber die Arena-Leiterin hatte Level 41er Pokémon oder so. Also die können nicht erwarten, dass wir hier nach der Arena-Leiterin direkt hingehen. Oder haben die nicht damit gerechnet, dass ich fliege. Sondern die dachten, ich laufe, level noch ein paar. Aber nee, können die nicht erwarten. Das wäre ein zu guter Levelanstieg für Pokémon. Nee, nee, nee. Pokémon ist nicht so aufgebaut. Dafür kenne ich Game Freak mittlerweile zu gut. Das ist nicht Game Freak typisch. Das war vor 5 oder 10 Jahren Game Freak typisch. Vielleicht. Oder wäre es gewesen, sagen wir es so. Das war selbst damals noch nicht so. Aber nee. Nee. Nee, nee, nee.
safe nicht. Wir sollen safe noch nicht hier sein. Das nächste wäre... Was ist das eigentlich? Oh, die Pokémon-Liga. Ja, gut. Lol. Ja, ich glaube, das nächste ist tatsächlich die Psycho-Arena, oder? Man sollte jetzt erstmal so ein bisschen Arena-Leveling betreiben. Genau, wir fahren nach Azarilla. Safe ist das der nächste Ort. Zu 95%. Die können doch nicht erwarten, dass ich jetzt Level 48 toppe, oder? Können die nicht. Kann nicht. Man ist zwar Level 48, wenn man nur 6 Pokémon drin hat, ja. Aber das ist ja nicht das, was sie wollen. Wie komme ich da hoch? Das ist auch die Frage. Soll hier werden Trainer. Silvia. Ich glaube, man soll hier nicht rüber. Okay, Akani. Ja. 30. Na, das sieht doch nach einem halbwegs soliden Level aus. Boah, ich könnte es fangen. Bock hätte ich schon. So ein schönes Akani. Ich finde, der Timerball passt farblich sehr, sehr gut. Ist jetzt natürlich so stark wie Pokéball, aber hey, let's go. Geil. Wir haben Akani gefangen. Easy. Akani, Akani, Akani. Arcane. Das ist fast 2 Meter groß. Das ist wild. Wildes Pokémon. Dass der Pokédex mir jetzt aber Avengers angezeigt wird, finde ich schwach. Hier sind aber kaum neue Pokémon, gell? Also klar, Akani ist neu. In gewisser Weise. Ah, Sesukids. Kann man machen? Toxel. Was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Gestrüpp? Was ist das für eine Höhle? Ah, lol. Nee, scheiße, da war noch was. Egal. Was ist da hinten für ein Raid? Ein Drache. Ist das ein Glurak-Raid? Kann ja nicht. Nebelfeld. LOL, ein Sonnenkerndrache, what the fuck? Das ist ja das most random Terrorfeld, das ich jemals gesehen habe. Kannst ja nicht mal ansatzweise Drachen attacken, oder? Ja gut, klar, Terror aus Problem. Dummiesel. Was ist das für eine Höhle? Westliche Zone 1. Da ist wieder dieses Schwert. Oder dieses Ding. Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas mit Azuglades zu tun, aber... Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, zerfällt und löst sie in Luft auf. Was bedeutet das? Ich will das nicht googeln, aber ich will das langsam mal rausfinden, so. Das triggert mich schon die ganze Zeit. 3 Finsterbälle, geil. Ich finde es schade, dass es hier keine Flunkiefer gibt. Aber wäre auch ein bisschen
Zu obvious. Zubiris gibt's. Ah, wahrscheinlich gibt's einen anderen Gen statt Zubiris Lunky, weil das gab's ja damals in Höhen auch. Ah, Mann. Naja, ist auch okay. Zubiris ist eigentlich ein gutes Pokémon. Scheiße. Nee. Ist gar nicht im Kampf. Nice. Dachte, ich hätte einen Kampf getriggert. Nein, jetzt habe ich einen Kampf getriggert. Aber ich habe ja immer noch kein Zubiris gefangen, merke ich gerade, ne? LOL. Da schmeiße ich einen Winsterball. Wir sind in einer Höhle, du Keck. Wie? Wir sind in einer Höhle. Und du bist ein Level 15 Pokémon. I dare you. Okay. Okay. Der Bogeball. Der Klassiker. Zwei Wackler, was soll das? Gönn doch. Bleib doch einfach drin. Jetzt mach doch nicht diesen Junge. Digga, was für... Wir reden hier von einem Level 15 Pokémon. Okay. Jetzt bleibt dran. Komm. Gönn. Was habe ich jetzt mit der Kamera angestellt? Hä, wie habe ich denn das geschafft? Ah, mit drücken, lol. Also, come on. 5 Bälle. Cringe. Zombie. 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 Oh ja, perfekt. Zombie. Ich glaube, ich würde nur gerne die TMs wechseln. Und zwar offensichtlich wechseln. Was könnten wir ihr zum einen geben, der guten Selina? Der Tarnumhang, einfach just to be lolz. Aber weil's passt. Naja, warte mal. Es macht ja am meisten Sinn, dir eigentlich die Großwurzel zu geben. Oder haben wir die schon in den Pokémon? Wer hat denn die Großwurzel? Ach du, wegen Diebeskuss, ne? Eigentlich Quatsch, oder?
Assault Vest ist natürlich auch witzig. Ich habe echt kaum ATMs, Alter. Also so Items meine ich. Ich brauche mehr Muskelbänder oder mehr Expertengürtel. Offensiv ist es aber schon ein gutes Item eigentlich, aber ich finde groß, ich finde. Ja, lassen wir es mal so. Offensiv ist es ein gutes Item. Großwurz ist auch. Dadurch heilen wir insanely. Okay. Wir sind Mankeys, also so stark kann der Trainer nicht sein. Warst du es? Ey, du hast dir wieder eine Pizza bestellt? Oh. Oh, die mache ich mir gleich nachher, schwöre. Lieferant Dirk. Er setzt Wingul ein. Azuma. Ja, Level 18, hier hätte man echt früher kommen können. Knuddler. Lieferant Dirk wurde besiegt. Oh, du bist nur ein Passant. 1600. Farnpikalle. Wie komme ich da hoch? Ich muss, glaube ich, diesen Weg gehen, ne? Dann kommt man hier aus der Höhle oder so wieder raus. Kommt man da hin? Ne, von da, wo ich bin, kommt man da nicht hin. Hey, was ist hier Zone 1 Zentrum? Da ist ein Pokémon Center? The fuck? Ah, das ist das hier mit diesem komischen Klippenteil, wo da hinten das legendäre, das eine Herrscher-Pokémon war. Okay, und wir müssen jetzt einmal nur da lang. Ah, wir müssen nur den Weg entlang. Hä? Ne, Moment. Ja doch. War da nicht der Herrscher? Egal. Wuffels! Hä, da haben sie einen Trainer? Oh Mann, dann hätte da echt hingekonnt. Ist Psycho vielleicht sogar einer der schwächsten Arenaleiterinnen überhaupt? Wir haben die übersprungen. Ich habe langsam das Gefühl. Wasserrille, Achtung, nicht zu Fuß erreichbar. Ah, okay, nee, da kommt man nicht hin. Hoffentlich.
Stahl-Sneeble. Ist nicht gut, leider. Oh mein Gott. Asarilla Grotte. Südliche Zone 6. Ja, okay, hier wäre man spätestens hängen geblieben, ne? Gut, da oben sind Riffex, Alter. What the fuck? Imagine, einfach Riffex fangen, oder was? Bock hätte ich schon. Ist leider das hässliche Riffex. Also ich finde das Gelbe halt immer noch geiler. So. Ja, 38. Das sieht genau nach unserem Level aus. Das sieht tatsächlich genauso aus, wie wir sein müssten. Gift Elektro ist unser absoluter Hardcounter, merke ich gerade. Deswegen haben wir aber auch Lebensschuss. Den hätten wir einsetzen können, merke ich gerade. Okay. Assault West sei Dank, haben wir das überlebt. Digga, macht der Damage. Lichteinschlag! Geil, hier fließt Wasser runter. Das ist schon eine coole Idee. Okay. Asarilla Grotte. Oh Gott. Endlich mal wieder eine Höhle. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist halt so ein Game, das kannst du halt so oft chillig spielen. Warum streame ich das überhaupt? Das ist echt kein gutes Game zum Streamen eigentlich. Das ist eher ein gutes Game zum chilligen Durchspielen. So für nebenbei, wenn man Video guckt. Lumisch Bros. Oh, okay. Massiver Auflauf. Ich glaube, bei den massiven Auflaufen kann man richtig gut Shinies handeln, ne? Ein gelbes Riffex. Let's go, boys. Toxin. Eines der wenigen Pokémon, die es noch kann, seit dem Nerf. Dass das nicht tötet, ne? Es hat eine doppelte Schwäche. Aber hey, komm. Ist es fein. So, und jetzt setzen wir die Viskos an. Achso, ist ja eh Gift, ne? Dumm. Crazy Damage. Dem einen Next Strike verpassen, ne? Ich habe ihn getötet. Scheiße. War doch zu stark. Schade. Lull. Regentanz? Nö. Unlucky. Hier haben wir auch voll geschissen mit Items. Ein Trainer. Ein Trainer. Ich sehe deine Zukunft. Soll ich dir vorher sagen, ob du es aus dieser Höhle schaffen wirst oder nicht? Haha, lustig. Forscher Nathaniel. Nathaniel Richards.
Elektroball. Alter, immer diese Elektro-Pokémon. Manboy, Sun, Girl. Machen wir mal den hier. Lichtschild. Das ist schlecht. Dragon Claw. Und nochmal Dragon Claw. Das Hariyama denkt sich, okay, ich bin der nächste Bruder. Ja, ja. So ist das. Ich muss den Stream echt splitten, ey. Du schaffst es überall hin. Okay, der ist cool. Das ist nochmal ein Riffex. Ich könnte es auch mit dem Flottball versuchen zu fangen. Damit hast du nicht gerechnet. Oder? Oh, Zumarill ist ja so süß. Alter, das Pokémon ist so süß. Flottball. Ich stehe da oben. Cool. Oh, geil. Der Flottball ist broken. Man muss eigentlich immer einen Flottball schmeißen. Immer. Der beste Ball. Das ist die Hochform. Durch wildes Gras an seinem Brustvorsatz erzeugt die Strömung, die mit Leichtigkeit eine Stärke von 15.000 Volt übersteigen. Okay, Bro. Das ist ein Weibchen. Toxesla. Das wäre halt ein geiles Pokémon, ne? Wäre halt vielleicht auch ein besseres Elektro-Pokémon als das, was wir haben, aber hey. Egal. Ich habe mein Team bereits gewählt. Aber Elektromonolog kann man, glaube ich, auch machen. So viele Elektromonen gibt es halt leider nicht. Alter, ich habe Angst, dass ich mich hier verirre. Geht das überhaupt? Ach, hier. Den Jump habe ich schon gemacht. Sonderbonbon. Wie die runtergerutscht sind, lol. Hä, wo bin ich? Assarilla-Grotte. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Da ist noch ein Trainer. Trainer sind immer die richtige Richtung. Wo bin ich? Hier gibt's wilde Draschen, lol. Ich bin ein Pokémon-Aktiv, jetzt finde ich den Weg nicht mehr. Ja, kenne ich irgendwoher. Nips, Leander. Leandro. Jetzt Omor rein. Okay. Das ist kein gutes Pokémon hier drin. Ah, ist aber ein gutes Pokémon gegen mich schon wieder. Meine Güte. Meine Güte geht ab. Kiefergift. Ey, ich kann nicht mehr. Wieso ist das eigentlich nicht Kieferpsycho damals schon gewesen? Das wäre übel OP gewesen, glaube ich, ne? Doppelte Resistenz, macht trotzdem 16 Damage, Alter. Flammensturm. Und brennen. Schattenstoß. Boom. Ah, boom.
vor Stelka. Sollten wir auch one-shotten. Beziehungsweise es hat Robustheit, also two-shotten. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Das Stahl um das vor Stelka sieht ja so cool aus. Brenn. Brenn. Jawohl, let's go. One-Hit. Ah, mit Verbrennung ist es ein One-Hit. Oh man, ich finde ja nicht mal den Weg zum Sieg. Ja. Kick. Warte mal, die sind untenrum rot? Weil die sind innen drin rot. Die Draschel, das wusste ich gar nicht. Lul. In den Innenbeinen. Energiestaub. Ah, hier muss ich lang. Ist wieder eine Trainerin. Hui. Die Schatzung macht so viel Spaß. Dich zu besiegen wird noch mehr Spaß machen. Ist die? Alicia. Okay, Mann. Das ist ein dankbares Matchup, würde ich sagen. Surfer-Attacke. Boom. Das Game könnte man sogar in voll mitspielen, merke ich gerade, weil man echt immer eine recht solide Facecam-Position rechts hat. Aber naja. Was kommt jetzt? Ah. Manti der Shit. Hätte ich mal ausgewechselt. Das ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon. Auch wenn es aussieht wie ein Käfer-Pokémon. Aber das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich finde es witzig, dass Lextremo gegen andere Käfer einfach einsteckt, weil es Grünlicht ist. Lol. Schlitzer geht daneben. Geil. Gebaitet. Flammensturm einsetzen. Naja. Ich hier. Okay. Mann, die Dia sieht schon cool aus, ne? Ist eigentlich schon ein cooles Pokémon. Vor allem diese langen Hosen. Nein, wieso? Ja, danke. Aber, Mann. So unsatisfying, wenn man nicht die effektive Attacke einsetzt, obwohl man sie einsetzen könnte. Achso, die hat zwei Pokémon? Ich dachte, sie hat drei. Das ist aus wie drei Pokémon. Verlieren macht keinen Spaß. Nö. Macht's halt wirklich nicht. Aber was soll man tun? Was willst du tun? Kann man echt nur hin, wenn man springen gelernt hat. Oha. Oha. Erstens, was ist das? Ein Reit-Pokémon? Ich wusste gar nicht, dass das Reit-Pokémon, die mit so steilen Hängen, aufnehmen können. Hä, wie bist du denn hierher gekommen? Rambo wie Isabelle. Ich finde die Drambogen sehen auch ganz ordentlich aus, ne? Knuddler. Bum, 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 bum. Als ob, wie tanky bist du denn? Hättest du mal einen Donnerzahn gehabt, ne? Viscago. Da bleiben wir dabei, da bleiben wir dabei. Nochmal Knuddler, let's go.
Was das nicht reicht, ist so lächerlich. Okay. What are you doing? Liebes Kuss. Ja, 100% des Damage. 4. Lol. Da oben ist auch so eine Lampe, das ist ja voll schief. Maxax? Hä, aber das ist dann gecheatet, oder? Ja, Max ist wirklich, sieht du erst mit Level 50 oder so. Das ist 100% ein gecheatetes Max, vor allem wie klein ist das? Aber sag mal, gibt es eigentlich keine themeninternen Drachenpokémon, wollte ich schon fast sagen, keine regionalen Drachenpokémon? Noch nicht, gell? Ja, doch, klar, stimmt. Der Herrscher ist ja eins, der letzte. Stimmt. Oh, Drachentanz ist wild. Liebeskuss ist so eine coole Attacke, wirklich. Wir heilen uns auch 100%. 75% Base-Heilung. Mit Großes ist einfach illegal. So crazy. Oh, dabei habe ich so viel trainiert. Ja, und gecheatet. Level 40 Maxax. Wen willst du hier verarschen, frage ich dich. Hier gibt es Nachtaramon. Das ist ja mega episch. Das werde ich niemals fangen können, oder? Uff. Why should you do this? Are you fucking stupid or what? Finsteraura, ja moin. Finsterball! Nice. Nachtar ist so ein cooles Pokémon. Das Mondschein-Pokémon. Von Typ Unlicht. Die Ringförmige muss auf seinem Körper beginnen, bei Einbruch der Nacht zu leuchten, um all jene zu verletzen, die sich ihm nähern. Wenn man sich einmal verklickt. Moonlight. Ich hätte es Luna nennen können, aber es ist ja eigentlich ein R. Ja, den Herrscher wollte ich auch klauen. Checken, welcher das ist. Ah, wenn ich da jetzt runterspringe, kann ich es von hier erkennen? Ist das ein Reflex? Ich komme da wieder hin, ne? Ein Hundemon! Welcher Typ? Jetzt kommt's, Pflanze. Geist, okay. Not too shabby. Muss man auf jeden Fall springen können.
Was schlägt Wasser nochmal? Findest du die Wechselwirkung zwischen den Typen auch so kompliziert? Nee, gar nicht. Es gibt basically nichts Einfaches. Für mich. Ich kann dir legit jeden Typ-Kombination sagen und dann kann ich dir sagen, welche Typen noch aktiv sind und welche nicht. Es ist alles eine simple Frage der Mathematik. Also, das ist Mathematik, aber es ist einfach common knowledge. Das muss man wissen. Aber es ist witzig, ne? Wie ich das easy weiß, aber die simplesten Real-Life-Dinge nicht. Willkommen in der Welt des Nerdtums. Ja, Gedanken, wie was... Also... Wem willst du dir was vormachen? Ich mach jetzt eine Dark Claw und dann bist du Down Under. Ping. Du bist leider ein Psycho-Pokémon. Was? Das verstehe ich nicht. Gardevoir, du bist dran. Du hast schon wieder ein Gardevoir. Du hast ein Fee-Psycho-Pokémon und ein Fee-Psycho-Pokémon. Mensch, bist du. Oh mein Gott, bist du geil. Bist du dumm? Aber Gardevoir ist ein cooles Pokémon. Bam! Nur leider sehr anfällig gegenüber Geist. Gardevoir hat die Schwächen: Geist, Stahl, Gift. Unlicht ist neutral. Ja, Hydro-Pumpe. Ist witzig. Bin ich aber kein Fan geworden, weil 80 genau ist schon echt bad. Nee. Nee, nee. Mariella. Ein Y-Name. Du scheinst ja keine Probleme damit zu haben. Nö. So überhaupt nicht. Also in Pokémon habe ich, glaube ich, eher andere Probleme als Wechselwirkungen. Oh. Zum Beispiel, oh mein Gott, was ist denn hier los? Hä? Ist über mir die Stadt? Die ist über mir, ne? Geil. Das ist schon witzig. Wir sind einfach unterhalb der Stadt. Wer fliegst? Was für ein ätzender Weg bis zur Stadt. Oh ja. Ich sollte mich vielleicht sommerlicher anziehen, merke ich gerade. Ist ja nicht mehr so kalt. Pampros! Oh, wenn ich den nicht one-shot, dann wird der immer tanky, ne? Aber nur physisch. Speziell nicht. Das ist eigentlich eine dumme Fähigkeit. Also stell dir vor, es wäre mit beiden Verteidigungswerten so. Was ja immer sehr gut. Aua. Der hat gar nicht mal die Fähigkeit. Dann ist Pampros jetzt down. Lieferant Fernando. Wenn ich Sascha wäre, hätte ich bestimmt gewonnen. Das hätte keinen Unterschied gemacht, Bro. Aber redest du nur weiter ein. Okay, Kleidung wechseln. Frühlingsuniform, oh, Sommer. Herbst. Nehmen wir wieder die Sommeruniform. Ich lieb den Sommer. Ich lieb den Sommerschein. Es ist endlich mal wieder Sommer sein. Bis am Ziel angekommen. Ja, das ist jetzt ein dreister Betrug. Tatsächlich. Wie sieht das Wetter heute aus? 42. Da haben wir irgendwie. Was ist denn so unsere Levelkurve? 40, 39. Ignite hier. Ja, Level 48 wieder auch mit raus, so Dinge lernen. Ne? Bisschen pushen wäre schon nicht schlecht. Bisschen pushen. Bisschen pushen. Aber wir haben ja keine Eile. Wir gehen nach Level. Wann kann es endlich mal wieder Sonnenschein haben? So geht das Lied nicht, aber egal. Lass mir zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Hast du vor Meo? Mit Ansage? Nein, noch nicht, schade. Jelena. Jelena
Petrova, Belova. Belova. Wie heißt sie? Jelena Belova? Sandsturm natürlich wild. Aber leider kriegst du eine Spezialverteidigung. Oh, jetzt auch der Bulle einsetzt, ist klar. Okay, bitte jetzt nicht. Amaterasu, bitte. Bitte nicht. Ach, der ist auch nicht so geil. Aber für den Fall der Fälle, wir haben vorgesorgt. Mit einem Icy. Ping. Genau deswegen Coverage wichtig. Gut gemacht. Dynamo. Oh. Ey, das hab ich schon wieder nicht gesehen, was er eingesetzt hat. Ja, wir können Volt wechseln zur Not. Volrock, okay. Ja, da können wir auch drin bleiben. Mit der Kampfattacke. Ich glaube, ich werde Volt wechseln. Boom. Azuma. In Azuma 11. Echt jetzt? Jiminy. Und deswegen ist Coverage wichtig. Aber ich glaube, ich kann ihn nicht mit Fußkickern wohl jetzt töten. Ne, jetzt will ich reichen. Die Kehrtwenden wieder. Oh mein Gott, okay, vielleicht hätte ich ihn doch töten können. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich so viel Damage mache. Zauberschein? Ja, bitte! Das ist perfekt! Oh mein Gott, das ist ja so geil. Das ist ja so unfassbar gut. Mein Sandsturm ist auch eine Art des Wetters. Ja, 14.000, Alter. Alter, dass du einfach Zauberschein lernst. Du bist ja einfach eine Königin. Holy moly. Das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Habe ich ein bisschen Abfall, aber ansonsten. Geht es hier lang? Nee. Doch. Ja, doch. Ich dachte, hier geht's weiter irgendwo. Oh, hier ist nur ein Item. Also nur. Steigt noch hin. Das ist ein TM, oder? Nö. Hä? Hier ist nichts. Was soll denn das jetzt? Scam? Ich wurde. Ja. Okay. Hitzekühler. Gute alte Hitzekühler. Jetzt hier nicht. Nein, ihr blöden Medi-Schweiße, Alter. Die wurden auch richtig krass genervt damals, als der Feentyp neu war. Einfach neue Schwäche dazu bekommen, ne? Vorher war es basically nur Geist. Dann haben sie einfach noch Fee dazu bekommen als Schwäche. Würde mich schon ankotzen, wenn ich ehrlich bin. Nee, Quatsch, bin ich dumm. Die hatten Flug. Flug und Geist, genau. Flug, Geist. Und jetzt haben die noch Fee dazu. Aber 15% mehr Schwächen. Willkommen in der südlichen Zone 6. Oh yeah. Auf diesen Trainer noch klatschen? Nee. Ich glaube, der muss ihn nicht mal klatschen. Der will nur südliche Zonen Trainer, oder? Du bist doch ein Keck, oder? Achso, das zählt aber, okay. Flammenblitz-TM! Ich liebe dich so sehr, wirklich. Du bist der geilste überhaupt. Alter, bist du ein Geiler und ein Schnurrbart. Ich schwöre. Oh mein Gott. Give it to me, hallo? Das ist broken. Das ist einfach broken. Ich bin so ein Idiot. Was habe ich gemacht? Warum kann man TMs geben? So Quatsch. Geben. So.
Flammenblitz. Ich kann das nur geben? Finde ich dumm? Gems verwenden. So. Flammenblitz. Also ich werde ihm die Schwertattacke auf jeden Fall beibringen, aber Flammenblitz derweil ist ja... Oh mein Gott, 20 Damage. Oh, ich will ihn eigentlich behalten. Digga. Aber die Schwertattacke ist auch broken. Ha, egal, darum kümmern wir uns später. Wir haben jetzt einfach eine geile Attacke. Ist so broken, so illegal, geil, stark. Junger Schwede und alter Schwede, es ist so gut. Danke. Oh, perfekter Abschluss für den Stream, würde ich sagen, oder? Wunderbärchen. Einfach geil. Warum können wir jetzt Flammenblitz einfach jeden beibringen? What the fuck? Ist auch wild. Mein Gut, das kann ja jetzt jeder, der es lernen sollte. Von daher, ja. Ja. Wir sind angekommen. In Arsarilla, oder wie auch immer die Stadt heißt. Können nochmal kurz checken. Arsarilla, genau. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bei Pokémon Purpur. Haut rein. Und bis dann. Danke fürs Einschalten. Ciao.